Hi, hier ist der Matze von der PCGH. Heute stellen wir euch mal ein Convertible Tablet vor, nämlich das Gegenstück zu Microsofts Surface Pro 4. In dem Fall geht es um das Dell Latitude 12 7000 und das stelle ich euch gleich kurz vor. Ja, zum Innenleben des Tablets selber nehme ich das Ganze mal aus dem Dock. Da drin steckt ein Core M7, also kein i7 oder ähnliches, wie man das schon kennt, mit zwei physischen Kernen, vier Threads, bis zu 2,9 GHz Turbo oder 3,1 GHz auf einem Kern. In der Ausführung 8 GB Arbeitsspeicher, außerdem eine M2 SSD. Da gibt es auch verschiedene Varianten von. Hier ist die Variante mit 256 GB Speicher drin. Das ist das Wesentliche sozusagen zur Hardware, die drinsteckt. Von den Anschlüssen her sieht es so aus. Wir haben hier einmal die obligatorische 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenbuchse. Wir haben zweimal USB 3.1 Typ C oder Thunderbolt. Interessant ist hier, beide Buchsen können als Ladebuchse fungieren für das Tablet. Das heißt, ich kann in beide das Ladegerät anschließen. Und ja, hier den SD-Kartenreader. Der versteckt sich unter dieser Abdeckung hier. Und sozusagen den, Volume-Knopf, also hier kann ich die Lautstärke verstellen. Und auf der anderen Seite haben wir den Power-On, Power-Off-Switch und das Kensington-Schloss, damit uns das Ganze auch nicht geklaut wird. Kleiner Nachteil bei den Typ-C-Anschlüssen, wer ein Gerät mit USB-Typ-A anschließen will, der braucht zwingend einen Adapter. Der liegt glücklicherweise bei, den muss ich nur anschließen, das entsprechende Gerät einstecken, auf der anderen Seite und zack. Unter dem kratz- und bruchfesten Gorilla-Glas, so wie man es nennt, haben wir eine Frontkamera mit 5 Megapixel und auf der Rückseite eine Webcam mit 8 Megapixel. Wir springen mal rein ins frisch vorinstallierte Betriebssystem, in dem Fall Windows 10, probieren die Kamera aus. Hier sozusagen die Vorderseite mit 5 Megapixel, die Qualität ist schon mal ganz überzeugend. Und mit einem Klick bin ich auf der Rückseite. Wir sehen unseren roten Drachen, das ist die 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite. Stichwort Convertible, das heißt nichts anderes als die Verbindung aus einem Tablet und einer Tastatur. Ich zeige es euch mal hier. Das hier ist sozusagen das Tablet Barebone, das auch natürlich Touchscreen-Funktion hat und dergleichen mehr. Und in dem Moment, wo ich das als Arbeitsrechner, als Laptop sozusagen, als Notebook verwenden möchte, kann ich das in diese Docking Station hier einklinken. Das ist ein Handgriff. Und ja. Die ganze Sache lässt sich dann hier mit einer entsprechenden Vorrichtung so aufstellen. Ihr könnt das Ganze also als Arbeitsrechner benutzen. Hat aber den Vorteil extrem großer Portabilität. Das heißt, ich kann das Ganze auch zusammenklappen und kann es mit mir rumtragen wie ein extrem dünnes Notebook. So, insgesamt vom Erscheinungsbild. Die Verarbeitung ist erstmal wirklich sehr interessant hier beim Dell. Wir haben eine schöne Textiloberfläche auf der Rückseite und auf der Vorderseite. Hier die Aussparung für die Webcams. Chassis und Tablet selber sind eine Verbindung aus Aluminium und Magnesium. Sehr robust. Und robust ist übrigens auch der Docking-Mechanismus. Wenn man das Ganze mal auf den Kopf stellt, da hebt alles fest. Nettes Extra, diese kleine Lasche für den Stylus, also für den Eingabestift für das Tablet. Der ist allerdings im Lieferumfang nicht enthalten. Den muss man sich also extra dazu kaufen. Soweit zum Dell Latitude. Alles Weitere erfahrt ihr in unserem Online-Begleitartikel.